Er ist nun epigenetik. Was ist dort bekannt? Nun, auch hier, es gibt uralte Daten, die damals aus der Beobachtung heraus schon das gezeigt haben, was wir heute in dem modernen Elektronenmikroskopie solche sehen. Der Professor Westenpreis war der Chef, der Vorsitzende der amerikanischen Zahnärztegesellschaft 1930. Und die haben sich damals schon mit den Kesselflicker gestritten, muss man die Zähne putzen oder sollte man sich anständig ernähren? Denn die Zähne sind ein Bestandteil des Knochens, den man sehen kann. Wer also Karies hat, hat einen kaputten Knochen. Muss nicht klar sein. Und er hat gesagt, er war also von der Truppe, die gesagt hat, nicht putzen, sondern ernähren. Und dann hat er eines Tages gesagt, ich habe die Faxen dicke, ich will jetzt wissen, was in den Urzeiten gewesen ist. Und dann hat er sich auch die Socken gemacht und hat 10 verschiedene Stämme überall in der Welt besucht und geguckt, was haben die gegessen, was haben die für Zähne. Und was er gesehen hat, war, solange die ihre Urnahrung gegessen haben, und zwar war das wurscht, ob die Fleisch gegessen haben oder Körner, wenn die ihre ursprüngliche Nahrung gegessen haben, hatten die ein Top-Gebiss. Super, 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 ohne Karies. Sobald die angefangen haben, Industrienahrung zu essen, waren die Zähne kaputt. Und zwar linear. Je mehr Industrienahrung, je mehr Zähne kaputt. Das war die eine Story. Die zweite Story war, als Zahnarzt hat er den natürlich in den Mund geguckt. Und er hat erstens super, super Zähne gefunden. Und was er noch gefunden hat, war ein Jochbogen, absolut perfekt weit. Das heißt, alle Zähne haben hier Platz. Und dann hat er Kinder gefunden, da standen die Zähne so wie Kraut und Rüben. So wie bei unseren Kindern heute viel. Und dann hat er gesagt, was kann denn da sein? Und hat er nachgehört und siehe da, diese Kinder kamen von Frauen, die westliche Industrienahrung gegessen hatten. Und die haben die Originalnahrung gegessen. Und dann hat er einige Familien gefunden, die wieder zurückgegangen sind in die Wildnis sozusagen, sich wieder normal ernährt haben und dann auch noch Kinder bekommen haben. Und diese Kinder hatten wieder diese Zähne. Das heißt, es hing ab von der Ernährung der Mutter in der Schwangerschaft, wie die Zähne stehen und nicht.